Heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, was einen guten Gitarristen ausmacht, beziehungsweise was ist nötig dafür, um später auch mal gut Solo-Gitarre spielen zu können. Die Antwort ist ganz einfach: Wenn du nicht gut Rhythmusgitarre spielen kannst und gut grooven kannst, dann kannst du auch später nicht gut solieren. Jede gute Rockband oder jede berühmte Band hat auf jeden Fall live auch einen Rhythmusgitarristen dabei, ob das Metallica sind mit James Hetfield, AC/DC mit Malcolm Young, Guns N' Roses mit GB Clark damals. Oder auch Dire Straits haben Rhythmusgitarristen auf der Bühne. Die Beatles hatten auch zwei Gitarristen auf der Bühne. Das heißt, einer spielt Rhythmusgitarre, einer spielt Fills, Solos oder wie auch immer. Und der Rhythmusgitarrist ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Part in der Band. Deswegen solltest du auf jeden Fall gut Rhythmusgitarre spielen können, gerade wenn du noch Anfänger bist und dich nicht gleich mit der Solo-Gitarre beschäftigen. Heute möchte ich dir mal so ein paar Rhythmussachen zeigen oder so ein paar Vorschläge machen, wie du gut Rhythmusgitarre üben kannst, ein bisschen Spaß dabei hast, anhand von so ein paar Songs, die dich auf jeden Fall auch weiterbringen. Und wenn du jetzt meinem Kanal nicht folgst, dann würde ich mich über ein Abo freuen und wenn du mir einen Daumen nach oben für das Video gibst. Schreib auch mal gerne in die Kommentare rein, was für dich so wichtig ist beim Gitarre lernen oder was du gerne mal lernen möchtest. Und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Video, schnapp dir gleich die Gitarre, damit wir zusammen ein bisschen spielen können. Als erstes kümmern wir uns mal um das Lied von den Beatles, und zwar Come Together. Hier haben wir am Anfang eine kleine schöne Melodie, die man auf der Gitarre spielen kann. Und zwar klingt die so. Das heißt, wir spielen zuerst den 10. Mund auf der tiefen E-Seite zweimal, danach darunter auf der A-Seite vom 10. zum 12. Mund ein Hammer-On, dann auf dem 10. Mund auf der G-Seite einmal und zum Schluss nochmal den 12. Mund auf der D-Seite. Und das Ganze klingt rhythmisch dann so. Jetzt kommen wir mal zur Rhythmusgitarre. Hier haben wir folgende Akkorde, und zwar ein D-Moll, ein A-Dur und ein G-Dur-Akkord. Als Rhythmus spielen wir die ganze Zeit Abschläge mit Achtelnoten und das klingt dann im Vers so. Jetzt kommt der Chorus, eure Refrain, und zwar haben wir hier ein B-Moll-Akkord, das ist die A-Moll-Version im zweiten Lage oder im zweiten Bund. Und hier spielen wir. Dann nehmen wir den ersten Finger weg und spielen die leere A-Seite, das ist ein B-Moll über A. Dann kommt ein G-Dur-Akkord und ein A-Dur-Akkord zum Schluss. Und das Ganze wird rhythmisch dann so gespielt. Siehst du jetzt schon, dass im Lied ein schöner Rhythmus enthalten ist und auch eine kleine Melodie, wo du schon mal ein bisschen Solo-Gitarre üben kannst und das auch zum Grooven bringen kannst. Das nächste Lied ist Proud Mary von CCR. Hier haben wir am Anfang die Akkorde C-Dur, A-Dur, G-Dur und ein F-Dur-Akkord. Und der Rhythmus geht wie folgt. Ich spiele das Intro einmal für dich durch. Bei meiner rechten Hand, dass ich jetzt nicht einfach nur rauf und runter spiele oder so einen Standardanschlag nehme, sondern ich passe mich dem Lied an, so wie es im Original gespielt wird, und ich versuche das dann auch zu adaptieren. Das heißt, ich nehme nicht immer nur ein Standardschlagmuster und spiele das Lied damit durch, sondern ich höre mir das Lied an und versuche ein bisschen mitzuspielen und die Akkorde erstmal zu wechseln. Am Anfang haben wir C-Dur und A-Dur, das wird wie folgt gespielt. Thank you.
du auch schon gesehen, wie ich die rechte Hand benutze und teilweise beim F nur nach oben geschlagen habe. Das heißt, diesen Rhythmus adaptiere ich so, wie es im Lied auch vorhanden ist und spiele nicht einfach nur irgendeinen Wechselschlag, sondern ich muss meine rechte Hand diesem Rhythmus ein bisschen anpassen. Aber hier kannst du natürlich auch ein bisschen variieren und ausprobieren. Das solltest du auf jeden Fall auch machen, um dein Rhythmus-Gitarrenspiel weiter zu festigen und damit du später auch schön groovst. Das sind natürlich jetzt nur zwei, drei kleine Beispiele gewesen zum Thema Rhythmusgitarre und Groove. Du kannst dir natürlich ganz viele verschiedene andere Songs noch vornehmen. Auf jeden Fall solltest du erstmal so 10, 20, 30, 40 Songs vielleicht erstmal perfekt an der Rhythmusgitarre gut begleiten können. Oder du solltest wie beim Lied von Come Together von den Beatles einfach ein kleines Lick mit einbauen, wo diese Melodie mitspielen und das wird auch schön groovt. Wenn du dann nämlich die ganzen Rhythmusgitarren gelernt hast und die Songs wirklich gut durchspielen kannst und dich dann später an kleine Solos rantraust, wirst du merken, dass diese automatisch auch gut grooven und du ein gutes Rhythmusgefühl beim Solo-Gitarrenspiel hast und deine Licks und Solos einfach auch viel besser klingen. Das ist so ein kleiner Tipp für mich, das mache ich mit meinen Schülern auch ganz oft, dass wir erstmal sagen, wir starten ganz normal mit der Rhythmusgitarre und brechen die Lieder ein bisschen einfach runter, je nachdem wie weit du bist. Und das hat auf jeden Fall zur Folge, dass du viel Spaß hast beim Gitarre lernen und auch immer mehr Songs auswendig später spielen kannst und begleiten kannst. Wenn du weiterhin gerne Gitarre lernen möchtest, dann schau gerne mal den Link in der Beschreibung. Dort habe ich Videokurse für dich erstellt, die kannst du dir gerne mal anschauen. Da habe ich Gitarrenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene und Blues-Gitarrenkurs für dich erstellt, wo ich dir alles von der Pike auf zeige, wie man richtig Rhythmusgitarre spielt oder auch Solo-Gitarre von Anfang an richtig lernt. Und wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich wünsche dir erstmal viel Spaß beim Üben und beim Ausprobieren und sage bis zum nächsten Mal.